Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ich bin Max Snake, ich zocke Braid. Und da stelle ich mich nicht gerade geschickt an. Aber in der letzten Woche kam ja keine Folge. Und ich habe da die Zeit genutzt, ein bisschen zu überlegen, wie man bestimmte Dinge machen könnte. Und mal schauen, ob das jetzt auch alles so klappt. So, warten, rückwärts. Zack, da bin ich. Tür, super. Das war das. Das Puzzlestück habe ich auch schon. Kann ich also einfach durchlaufen. Hier habe ich das Puzzlestück meines Erachtens auch schon. Also alle beide. Mal schauen. Ja. Alle beide da. Das heißt, die kann ich auch schon mal durchlaufen. So. Hier habe ich auch beide. Auch beide Puzzlestücke schon. Dieses. Jennis. Jawohl. Hervorragend. Das heißt, hier kann ich auch einfach durchlaufen. Ich denke, meine Let's Plays zu Braid muss man eher so als Gesamtkunstwerk sehen. So, hier scheine ich auch schon beide Puzzleteile zu haben. Heißt es nur. Vorsicht vor den fiesen Kanickeln. Ja. Sprach's und rannte in den Kanickel. Und schon wieder. So. Mehr Kanickel. So. Noch mehr Kanickel. Herz allerliebst. Tack, tack, tack. Hier muss ich jetzt keine Zeitspielreihen mehr machen. Eben weil ich dieses Puzzlestück hier oben schon habe. Famos. So. Unumkehrbar bedeutet, dass es unumkehrbar ist. Nichtsdestotrotz stürze ich mich heldenmutig genau so hier. Ich glaube, der Trick ist einfach, dass ich ein bisschen überlebe. Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher, warum dieses Ding da nach oben fährt. Und zwar in einem Tempo, das es mir nicht ermöglicht. Das ist doch Mist hier. So muss ich. Ah. Ja, nee, klar. Wenn man sich dumm anstellt, geht's halt nicht. Also, keine Zeitumkehrung in diesem Level. Weil ansonsten der große. Vielleicht passt das ja trotzdem noch. Das muss ich wohl nochmal machen. Ich muss einfach fehlerfrei durchkommen. Und nicht die Zeit zurückspulen, damit der kleine Balken nicht
kleine Balken nicht vor den großen Balken kommt. Sprach's und schmiss sich in einen Hasen. Und zurück. Noch mal. Weil, wenn es nur darum geht, dass ich jetzt keine Zeitumkehrung mache, kann ich ja eigentlich erstmal hier stehen bleiben. Hier bin ich ja halbwegs safe. Jetzt muss das da oben nur auch noch klappen. Klaps, 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 klaps. Sehr schön. So. Jetzt nehme ich das noch in meinen Angriff hier. Sollte trotzdem so sein. Dass da drüben das Ding noch steht. Auch wenn ich jetzt immer mal wieder zurückgehe. Das ist nicht so wild. Ich muss nur jetzt. Was war denn das hier für ein Monster-Lag? So. Hätte fast klappen können, aber jetzt habe ich das zweite Puzzlestück und jetzt geht's hier underground. So, Schlüssel Nummer 1. Tür Nummer 1. Klack, und ich weiß, die Tür wird offen bleiben. Klack. Da hatte ich auch schon das zweite. Und jetzt muss ich im Prinzip hier nur schauen, dass ich den zeitunabhängigen Schlüssel möglichst zuerst benutze. Ja, komm. Lasst euch einfach zurückgehen. Weil. Klack. Jetzt kann ich den Schlüssel mir nehmen. Für die zeitunabhängige Tür. Jetzt kann ich ein Stück zurückspulen. Die dritte Tür aufmachen und hab auch hier das letzte Puzzlestück gefunden. Hervorragend. Nur noch wieder den Weg zum Ausgang finden. Und nicht den Killerhasen anheimfallen. Na, weg da, ihr blöden Viecher. Ihr sollt da weggehen. Zur Not muss ich euch tatsächlich wegspulen. Ist ja nur ganz großer Mist. Geht doch. Ach. Ja. Und dann? Er konnte hier wieder nicht hopsen. Super. Zack. So. Hasen übersehen. Monster-Lag. Monster-Lag. Hasen übersehen. Noch ein Hasen übersehen. Was ist denn hier los, verdammt Axt? So, nichts wie raus da. Juhu. Und das ist nun wiederum etwas, wo mir noch zwei Schlüssel fehlen, aber das ist Teil der nächsten Episode. Bis dahin, bleibt munter, zockt viel, zockt schön und tschüss.